Mehr als drei Wochen nach dem Tod der jungen Amini im Polizeigewahrsam gehen die Proteste gegen die islamische Führung im Iran nicht nur weiter. Die Gewaltbereitschaft steigt auf beiden Seiten. Mehrere Protestierende wurden getötet, teils durch Kopfschuss. Augenzeugen zufolge setzt die Polizei auch Tränengas, Gummigeschosse und Paintball-Munition ein, um Protestierende für die Verhaftung zu markieren. Demonstranten warfen Molotow-Cocktails, mobile Polizeiwachen brannten, zwei Sicherheitsleute wurden getötet. Das Programm des iranischen Staatsfernsehens wurde auf zwei Kanälen gehackt. Es war ein Bild des obersten geistlichen Führers Ali Khamenei in Flammen zu sehen, mit einem Fadenkreuz auf seinem Gesicht. Steht auf und schließt euch uns an, war auf Persisch zu lesen. In ganz Europa gab es Unterstützung für die Proteste, von denen viele Exil-Iraner hoffen, dass es eine Revolution werden könnte. In den Niederlanden, in Deutschland oder in London auf dem Trafalgar Square. Wie Sie wissen, ist das Internet abgeschaltet und die Iraner haben keinen Kontakt nach außerhalb des Landes, um Informationen über die Geschehnisse im Iran weiterzugeben. Deshalb sind wir hier, um ihre Stimme zu sein. Alle Iraner haben ein Problem mit dieser Regierung. Sie denken, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Sie alle haben etwas gegen diese Regierung. Auch in Italien gab es Proteste vor der iranischen Botschaft Frau, Leben, Freiheit und Nein zur Diktatur. Mit diesen Rufen demonstrierten etwa 100 Menschen in Rom.